Und damit ein herzliches Hallöle und willkommen zurück hier bei The Division 2. An einem anderen Safehouse. Wir haben den Kontrollpunkt hier eingenommen und ich bin hier direkt rüber, denn ich würde in dieser Folge ganz gern die zwei Nebeneinsätze hier hintereinander abschließen. Das bringt Punkte und ich weiß gar nicht, sind das die Stützpunkte. Wir haben hier auf jeden Fall noch Stützpunkte zu clearen. Ich sehe zurzeit keinen Haupteinsatz, aber das liegt wahrscheinlich eher dran, weil wir hier unseren Haupteinsatz haben, und zwar müssen wir mit dem Henry sprechen. Genau. Trotz allem, die Nebeneinsätze nehmen wir jetzt noch mit. Die Outcasts nutzen einen Sendemast im Lager an der Constitution, um ihre Propaganda zu verbreiten. Wir müssen ihnen den Saft abdrehen und das Equipment sinnvoller nutzen. So. Genau. Wir wollen hier noch ein kleines bisschen aufräumen. Um es mal nett zu sagen. Okay, da ist noch einer. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet, bin ich ja ehrlich. Okay. Nein, da bin ich ehrlich, da habe ich nicht mit gerechnet, dass der so reinhaut. Krass. So, Freunde, und wenn es hakt, dann liegt es doch immer noch daran, dass wir immer noch so leichte Verbindungsprobleme haben. Warum auch immer. Also das bitte zu entschuldigen. Sonst hatte ich da überhaupt keine Probleme mit. Boah. Können wir die umgehen? Ich würde sie gerne umgehen, oder? Ach komm, die nehmen wir jetzt auseinander hier. Zusätzliche Feindkontakte. Zugangsschlüssel entdeckt. Meine Güte. Junge, 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 da bin ich ja glatt in einen Wespennest reingelaufen, was? Schlüssel für Ausstattungsbehälter. Da gibt's noch was, das Material wahrscheinlich, ne? Und Munition, okay. Alles klar. So, weiter geht's. Noch 200 Meter bis zu diesem Propaganda-Outpost. Damit die Region hier immer noch mal wieder ein Stückchen weiter sicher wird. Oh, ich glaube, die haben uns entdeckt. Ganz schön windig hier. Die kann man direkt aus dem... Zivilisten in Not. Oha, Zivilisten sind auch noch in Not. Das Lager an der Constitution wurde überrannt und abgeriegelt. Dann machen wir es wohl auf die altmodische Tour. Wir machen eine Menge Krach und hoffen, dass sie aufmachen.
Klingt gut. Wobei es noch besser klingt, wenn wir hier oben irgendwie raufgehen können. Und wenn wir uns sogar... Na, das ist doch perfekt, oder? Okay, das war ein nicer Shot. Okay. Anscheinend macht so keiner auf. Heilige. Mal gut, dass es noch regnet. So. Oh, hat er nicht reagiert? Okay. Wir müssen sie irgendwie durch das Tor bringen. Vielleicht hat Isaac eine Idee. Sprengstoff erkannt. Boah. Krass. Boah, man kann auch wirklich nichts sehen gerade. Echt eine fiese Nummer. Ich glaube, wir müssen mal Wasser abbringen. Oh, noch ein Rucksack. Sehr gut. Aber ich müsste hier irgendwo, müssen hier Sprengkörper sein. Reparaturkit, das ist gut. Vielleicht hier irgendwo. Noch ein G36 war das, oder? Mann, das knallt und scheppert hier so. Lass uns mal kurz reingucken. Ist das noch eine G36? Nice. Die ist sogar noch eine... Ein 24. 24 besser. Die Combat-Version. 24C. Okay. Den Griff noch dran. Hier oben die Präzisionsoptik drauf, bitte. Und dann haben wir doch hier bestimmt noch 10 Patronen mehr. Jawohl. Und hier haben wir Flecktarn. Sehr schön. Na, das kriegen wir hin. Sprengladung anbringen. Scheiße! Was ist das nur mit euch Division Agents und eurer Liebe für Explosionen? Katharsis. Machen Sie diese Arschlöcher fertig! Na komm raus. Brenne die Seuche aus!
Boah! Ich sehe ihn nicht. So eine Scheiße. Ist das ausgerechnet jetzt auch noch? Fies, dass das jetzt auch noch regnen muss, ne? Starten Sie den Sender neu, das sollte die Verbindung trennen. Dann schauen Sie mal, ob Sie jetzt einen schöneren Radiosender finden. Okay, bis jetzt kommt nichts. Irgendwas passierte noch. Ich hab's im Urin. Aha. Hier ist noch ein Teil. Ist das ein Schlüssel? Sieht so aus, ne? Ja, so ein Schlüsselteil. Nee, Allzweckweste. Heieieiei. Sieht ja gut aus. So, und den müssen wir auch noch neu starten. Ich bekomme kein Signal. Überprüfen Sie mal die Stromversorgung. Kein Signal. Immer noch nicht. Vielleicht haben die ja einen Störsender. Boah. Ich hasse dieses Wetter. Ich empfange den Sender laut und deutlich. Tut mir leid, Agent, es ist noch nicht vorbei. Gegnerische Kräfte kommen auf Sie zu. Okay. Halten Sie noch ein bisschen durch, Agent. Der Campus hat Verstärkung geschickt. Die Verstärkung ist gleich da, Agent. Oh. Da gab's aufs Met. Oh. Wir müssen die Ruhe bewahren. Oho. Ach, den Zivilisten sehen. Okay, ich glaube, es sieht so aus, als hätten wir es fast geschafft. Achso, jetzt sollen wir interagieren. Okay, Leute. Sichert den Sendemast und bringt alles, was ihr finden und mitnehmen könnt, zum Campus. Hier sind mehr nützliche Sachen, als wir angenommen hatten. Sehr schön. Eine Werkstatt einzurichten. Gut. Klingt, als kämen die alleine zurecht. Okay, trotz alledem, da ist noch was Gelbes. Das sollten wir uns anschauen. Auch hier gibt es wieder einen Rucksack. Sehr schön. Entschuldigt bitte.
jetzt einfach mal das Gebiet verlassen. Ach, habe ich anscheinend schon. Okay, sehr schön. Und wir gehen zum Safehouse hier kurz hin. Ruhen uns mal ganz kurz aus. Das ist ja schmuddeliges Schmuddelwetter. Und dann nehmen wir uns den nächsten Nebeneinsatz vor. Das, glaube ich, ist da noch drin, zeitlich gesehen. Auf jeden Fall. Ich gucke nochmal eben. Ich glaube, die Position, die Mikroposition, wenn das jetzt ein bisschen knackert und ruckelt, dann bin ich das. So, ich glaube, so ist das Ganze in Ordnung. Okay, schauen wir nochmal, was haben wir denn nochmal bekommen? Das ist auf jeden Fall ganz gut. Die M4 Leichtversion ist aber Salvengewehr. Ich mag keine Salvengewehre. Ist nicht meins. Wieso kommen es denn? Die haben wir schon ausgerüstet. Okay, das sieht alles zurzeit ganz gut aus. Ja. Lassen wir alles so. Rucksack. Was haben wir in Rucksack gekriegt? 7, 8. Oh, nochmal eine Rüstung. Obendrauf. Ist natürlich auch geil, ne? Dann nehmen wir doch die einfach mal. Neue Handschuhe. Eine 4-1er Handschuhe. Nochmal Lebensenergie. Okay, nehmen wir die auch nochmal mit. Und wir haben Holster bekommen. Ein 8100er Holster und nochmal Rüstung. Auch das sieht gut aus. Auch das sieht gut aus. Vier Modplätze. Das ist ja krass. Das ist ja mal richtig krass. So, Modplatz Verteidigung. Gibt nochmal mehr Rüstung. Und Widerstand gegen Brand. Echt lieber. Die wird gut. Dann haben wir hier ein Fähigkeiten. Stufe 24 Kopfschüsse. Dauer von Johann Brand. Ich glaube, wir nehmen die hier mal. Und dann haben wir da noch was. Nochmal Lebensenergie dazu. Klingt gut. Und da, Arktik. Wir sind ja alle sowieso schon in Arktik hier drin. Ich glaube, jetzt sind wir ganz gut ausgerüstet. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Okay, Freunde, regnet immer noch, aber es hilft ja nichts. Wir gehen hier den Nebeneinsatz anziehen. Einige Ärzte in die Kanalisation. Finden Sie sie. Sie brauchen Hilfe. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. Oh. So, irgendwie kamen wir hier raus. Da regnet so schön rein hier. Vermisste Campus-Patrouille. Die wollen wir natürlich noch auseinandernehmen. Oh, wie gut, dass wir alles auch sehen können. Oh, ich glaube, wir haben sie angelockt. Na, komm aus deiner Deckung. Irgendwo war noch einer da. Da war noch einer. Weiß gar nicht, können wir schwimmen? Nö, aber wir können rüberrennen. Ha! Ist auch gut. Rennen wir doch einfach mal hier rüber. Sind aber auch schwer gepanzert, ey. Die wollen aber auch, oh. Um Gottes Willen. Doch, Moment, stopp. Uiuiuiuiui. Das war aber ein langer, langer Lag, Freunde.
gut, dass es aufgehört hat zu regnen. Feindliche Übertragung empfangen. Sie sollten gleich am Eingang zur Kanalisation sein. Halten Sie Ausschau nach den Ärzten. Auf den Campus warten Betten auf Sie. Aha, also wir müssen hier rein anscheinend. Okay, dann werden wir das mal machen. Hinein in die gute Stube. In der Kanalisation nach Überlebenden suchen. Also, es ist definitiv so, die Lags sind serverseitig. Das ist schon mal nicht so prall. Und danach werde ich auch erstmal zumindest diese Aufnahmesession hier beenden, bis sich diese Sache da beruhigt hat. Sicher. Wow. So. Kurzer Prozess. Ich glaube, wir sind schon einige Stufen angestiegen. Wir werden wohl mal irgendwann ins Weiße Haus zurück und uns mal zumindest einmal im Campus umsehen und im Weißen Haus, denn ich würde ganz gerne noch mal ein paar Waffen herstellen, wenn wir denn welche hätten. So. Denn wir sind auch mit Klamotten voll, Stahl voll und allem drum und dran. Von daher hätten wir die Möglichkeit hier. Vielleicht mal ein paar Sachen herzustellen. Hey, Waffe runter und Hände hoch. Nee, bin ich. So, was ist. Division, hä? Okay. Schon gut, das ist ein Division Agent. Ja, dann ist ja gut. So, wir kommen aus dem Lager an der Constitution. Die Outcasts haben uns gnadenlos verfolgt und wir haben uns gerade auf unser letztes Gefecht vorbereitet. Ehrlich gesagt, könnten wir ihre Hilfe verdammt gut gebrauchen. Oh ja. Die meisten hier sind Ärzte, keine Kämpfer. Na denn? Folgen Sie mir, wir erwarten einen Angriff von den U-Bahn-Gleisen. Okay, ich komme mit. Wir kämpfen hier um unser Leben. Lass ihn nicht da weg. Ich halte den Rücken frei. Umgehen!
ordentlicher Showdown da, wa? Krieg ich noch. Heilige Scheiße. Fast so keine Munition mehr gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach meiner Zeit als Freiwillige im Kongo nochmal um mein Leben kämpfen muss. Mein hippokratischer Eid gilt nicht für Psychos, die versuchen, mich oder meine Leute umzubringen. Sagen Sie Henry, dass wir seiner fröhlichen kleinen Bande beitreten werden. Wir haben Ärzte und Krankenschwestern, die sich nur zu gerne einbringen würden. Ja, dann ist gut. So, wir müssen noch mit der Dame sprechen, aber zuvor gucken wir hier nochmal. Da hinten ist noch Munition. Der Campus schafft Platz für Matty und die anderen Überlebenden. Sie werden in der Klinik helfen, sobald sie gegessen haben und ausgeruht sind. Sehr schön. Wunderbar, Freunde, das passt doch. Und die Folge ist auch an dieser Stelle quasi wieder zu Ende. Was wir noch machen werden, ist natürlich entsprechend zu einem unserer Safe-Houses reisen. Genau, wir machen es einfach. Wir fahren immer zum Weißen Haus und von da aus können wir in der nächsten Folge dann einfach mal wieder Richtung Campus und da mal schauen, wie weit da unsere Projekte sind, wenn wir so wollen. Das ist wunderbar. Damien Snow? Okay. Quartiermeister, was hast du denn für mich? Vier Punkte, Freischaltungspunkte, okay. Mhm. Interessant. Chemwerfer oder Drohnenstock, der würde mich auch nochmal interessieren. Aber da lasse ich mir nochmal Zeit herauszufinden. Stufe 30, genau, das war ja die Geschichte. Wir können nicht weiter, aber wir noch keine Stufe 30 sind. Auch hier nicht. Nein, geht nichts. Mitarbeiterübersicht. Wir haben die auch alle entsprechend. Tschüss. Okay. Was haben wir denn noch so bekommen? Wir haben hier noch so ein Holster bekommen. Der bringt auf jeden Fall nochmal eine ganze Spur wieder mit. Das ist auch in Ordnung. Die Rucksäcke haben wir jetzt nicht. Knieschoner. Jawohl, 1000 bringen damit und Rüstung. Das ist auch gut. Das nehmen wir mal. Ja, und Waffen. Waffen haben wir auch noch dazu bekommen. Beziehungsweise nicht alles. Und wir öffnen mal das Lager und schauen hier mal kurz. Ist das im Lager? Das ist im Lager. Ich wollte es ins Inventar. Und ja, die bringen wir mal rüber. Ins Lager verlegen. Die können wir verkaufen. Die packen wir auch nochmal ins Lager. Die können wir verkaufen. Die so kommen können wir verkaufen. Die behalten wir. Die behalten wir. Die behalten wir. Die verkaufen brauchen wir es auch nicht, denn wir haben 13.000. Aber wir können die hier zerlegen. Wir können hier zerlegen und wir können die hier zerlegen. Die auch. Die wollen wir behalten. Die drei. Und
Von da aus haben wir da schon mal genügend. So, Inventar ist noch was. Was? Nein, abbrechen. Achso, wir hätten hier, genau, da haben wir wohl anscheinend wieder Sachen dazu bekommen. Glühwürmchen-Geschichten. Hilfsbatterie. Suchermine. Okay. Ja. Sehr schön. Moment. Wir haben noch vier Handfeuerwaffen. Der Revolver. Das ist natürlich schon knackig, ne? Aber den packen wir mal ins Lager zurück. Die kann zerlegt werden. Mhm, jawohl. Und im Lager schauen wir auch noch mal ganz kurz hin. Da haben wir noch Handfeuerwaffen. Zerlegen. Gut. Und der Rest bleibt so wie er ist. 7 Waffen, die wir hier noch so drinne liegen haben. Das passt soweit. Und ja, lasst uns mal kurz um die Ecke schauen. Ich glaube, hier war unsere Fertigungs... Das ist die Kalibrierstation. Hallo. Menü öffnen. Freut mich echt. Denken Sie dran, wenn Ihre Ausrüstung einen letzten Schliff braucht, okay, bin ich für Sie da. Sehr cool. Also da haben wir es freigeschaltet. Indem Sie sie rekalibriert übertragen, Sie einen Wert oder ein Talent von einem ungewollten Objekt auf ein neues. Wobei das ungewollte Objekt zerstört wird. Okay. Steht nur für Objekte der gleichen Art zur Verfügung. Also Maschinenpistolen. Ah, okay. Wenn wir jetzt das Menü mal öffnen. Wie soll das funktionieren? Kategorie öffnen. Sturmgewehre, Scharfschützengewehre. Aha, okay. Schrotflinten. Das heißt, wir haben jetzt das hier. Und das hier. Und wir könnten... Werte Talente zum Kalibrieren auswählen. Okay, das muss ich mir nochmal reinziehen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist eine interessante Sache auf jeden Fall. Und wir haben eine Fertigungsstation. Und da würde ich ja mal gerne reingucken. Mods, Rotpunkte, nochmal 5 Stabilität. Das sind die Optiken. 30% Kopfschussschaden. Okay. Und die anderen haben wir, aber das Rotpunktvisier haben wir nicht. Das gibt aber nur 5% Stabilität mehr. Das brauchen wir, glaube ich, zurzeit nicht. So, dann haben wir Magazine. 9mm Magazin. Plus 20 Patronen. Erweitertes Pistolenmagazin. 11 Patronen. Flexibler Gurt. Feuerrate erhöht. Nachladetempo. Okay. Laserpointer, Präzision für den vertikalen Griff. Okay. Wir können das mal anfertigen, denke ich. Ja, sehr gut. Okay, haben wir schon mal gemacht. So, Mündungs... Kompensator. Ich spreche heute mal komisch. Okay, Kompensator haben wir nochmal gemacht. Und fertig Mods. Drohnenmod. Aber da fehlt Druckerfilament. Okay. Damit hätten wir zumindest die Mods erstmal durch. Was haben wir an Waffen? Wir können das Replikat herstellen. 4,7 bis 5,8. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Ach, wir haben so viel. Komm, wir machen's mal. Eine 4,9, 3,20 und eine 20er Magazin. Knackig. Objekt ausrüsten. Oh, entschuldigt. So, schauen wir mal rein.
Wir haben das Objekt jetzt ausgerüstet. Was hatten wir? Wir hatten vorher die... Nee, doch. Die G36C, ne? Richtig. Und jetzt modden wir das mal. Was haben wir für eine Zieloptik? Wir haben den T2-Laser für die Präzision. Ja, den nehmen wir. Wir haben vorne Mündung für die Stabilität. Auch das nehmen wir. Hier nochmal Präzision oder Stabilität. Ich glaube, Sturmgewehr, Stabilität ist da ganz gut. Und wir haben hier nochmal 20 mehr in Stabilität. Und wir haben, okay, Skinfarbe Arktik. Schauen wir mal. Aber das ist wieder so eine, ne? Schauen wir mal, wie sie sich macht. Wir schauen beim nächsten Mal, wie sie sich macht, Freunde. Das war's von dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da gerne. Auch ihr wisst das alles schon. Also, wenn es euch gefallen hat, macht was. Am liebsten Kommentare, die lese ich mir am meisten durch. Und alles andere natürlich auch. Das ist totaler Blödsinn, was ich hier mache. Ich habe mal wieder komplett verschissen bei der Abmoderation. Das tut mir furchtbar leid. Aber ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.